Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lighting LP. Und wenn ihr euch jetzt sicherlich denkt, was ist denn mit dem Spaß los? Der macht nur noch Commentaries, dann liegt ihr da ganz falsch. Nein, ich möchte dieses Commentary mal nutzen, um euch nochmal einen kleinen, aber feinen Rückblick auf die Gamescom 2014 zu bieten. Und auch ein relativ schönes Gameplay, muss ich an der Stelle sagen. Man muss dazu sagen, das ist ein Gameplay, was ich aufgezeichnet habe nach dem Gamescom Today, also Taidu, eigentlich Fails von Winden gerade, weil ich eigentlich auch gerade erst aufgestanden bin und dann hab mir gedacht, komm, jetzt nutze noch deinen letzten freien Tag, bevor es wieder zur Arbeit geht. Und sucht es halt jetzt noch eine Runde irgendwie. Und ja. So. Hä, was laber ich da für eine Scheiße? So, Freunde. Jetzt erstmal zur Gamescom 2014. Für mich war es ein riesen geiles Erlebnis mit euch allen, die ich getroffen habe, die auch vielleicht von anderen YouTubern da waren, mit denen man aber insgesamt quatschen könnte. Es waren super viele coole Leute da, wo ich mir gedacht habe, wow, das hat mir mega viel Spaß gemacht, einfach mal auch mit anderen Fans von anderen YouTubern zu quatschen und zu sagen, hey, cool, wie sieht es denn eigentlich in Zukunft bei euch auf den Kanälen aus oder was macht ihr und wie kamt ihr überhaupt dazu? Und das macht einfach mega Bock. Und übrigens, dieser Dexter, der mich da jetzt tötet, der hat mich, glaube ich, noch 5 Runden lang verfolgt, bis ich irgendwann die Faxen dicker und offline gegangen bin. Der ist so ein Überpro gewesen. Ich weiß nicht, was der für ein Aim geschluckt hat. Auf jeden Fall sollte der ganz dringend seine Tabletten wechseln oder erst anfangen, welche zu nehmen. Ja, die ganzen Games von den Games, die da waren. Also es waren ja dieses Jahr, ich glaube, lasst mich lügen, über 100 Aussteller da oder an die 100 Aussteller da. Der ganze Messezeitraum hat über 350.000 Besucher gefasst. Das war super geil einfach. Das war Wahnsinn, was auch samstags los war. Wir haben es an der Let's Play Mietbühne gesehen. Das war wow. Das hat richtig Spaß gemacht. Und auch da dann halt euch da ein paar Videos zu bringen. Und ja, das Ganze war echt sehr witzig. Ihr denkt euch natürlich jetzt auch an diesem Montag, Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum macht der denn jetzt überhaupt das Commentary? Irgendwas hat das wieder. Ja, das hat einen Hintergrund. Das liegt daran, dass Part, jetzt passt auf, haltet euch bitte fest, Part 7 bis Part 11 war fix und fertig gerendert auf meinem PC. Ich hatte es auch schon hochgeladen, nur dann ist mir mein Internet abgespackt vor der Gamescom. Dementsprechend hatte ich das. Und jetzt passt euch, guckt euch an. Ne, das war nicht die Stelle, okay. Und ich hatte das gewendet und auch schon hochgeladen, aber das hat dann doch nicht hochgeladen, weil die Internetleitung weg war. Das heißt, mir fehlen jetzt Part 7 bis Part 11, die eigentlich jetzt vom Montag bis Freitag laufen sollten. Die Problematik war, da ich immer einer bin, der sofort alles löscht, was in dem Prime-Ordner, also Adobe Prime-Ordner drin ist, sofort runterschmeißt wieder und dann abends immer den Papierkorb leere, so ohne Hände und so. Ich guck gar nicht in den Papierkorb, einfach Papierkorb löschen, fuck auf, was drin ist und dann sich nachher am Kopf fassen und denken, bist du ein Hurensohn? Fehlen mir jetzt leider Part 7 bis Part 11 von Minecraft Skyblock Adventure. Super, super, super schade, weil das waren so eigentlich ja die witzigsten Folgen. Es ist nicht viel passiert in den Folgen, aber es waren witzige Folgen auf jeden Fall. Und das ist eigentlich schade. Jetzt wird es dann halt für euch mit Part 12 weitergehen. Er kommt schon wieder von der Ecke. Ich glaube, das ganze Gameplay ist in 26:12 oder so. Und ja, jetzt fehlen mir da die Parts. Das heißt, ihr werdet dann da ab Part 12 weiterschauen können. Erst, das tut mir echt mega leid für euch. Ich muss das heute Abend alles noch so ein bisschen machen. Ich bin jetzt gleich noch direkt wieder weg und muss dann auch noch, besorgen. Und ja, das alles so ein bisschen kompliziert auf jeden Fall, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erholsame und ruhige Woche. Wir hoffen, dass wir uns in den nächsten Videos wiedersehen.
Und ich will gar nicht zu lang schnacken. Ich glaube, ich hau jetzt den Ton vom Gameplay rein und dann war's das auch. Tut mir echt leid für euch. Und wie gesagt, die neuen Formate, die sind ja alle jetzt in Planung. Ich wurde ja auch angeschrieben von einem etwas kleineren YouTuber, der eine Art Megaprojekt starten will. Mal gucken, was der gute Herr daraus macht, ob er organisatorisch echt was drauf hat oder nicht. Das werden wir dann sehen. Genau das war dieser Fail. Guckt euch diesen Granaten-Fail an. Die Granate war doch hinter mir. Viel weiter hinter mir. Die ist über mir schon drüber geflogen, da bin ich noch weitergelaufen. Und was, der holt mich mit der Granate weg oder was? Unlogisch, echt. Ja, wie gesagt, das Gameplay haben wir mit genau 2 Punkten verloren. Nur mal so viel dazu. Das werdet ihr dann aber auch noch sehen. Wie gesagt, ich werde jetzt den Game Sound reinhauen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch echt eine erholsame Woche. Ich hoffe, ihr hattet es ein bisschen ruhiger als ich und ein bisschen mehr Schlaf. Ich würde gerne ein bisschen mehr schlafen wollen, aber es geht einfach in letzter Zeit nicht, weil einfach so viel zu tun ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ja zum nächsten Infotalk oder halt schaut doch mal auf dem Anime-Kanal vorbei. Da sind die ersten Folgen der ersten Anime-Serie angelaufen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, haut da rein, ich wünsche euch was. Euer Lightning LP. Ciao, ciao.
Okay, herhören. Wenn der Feind noch fünf von uns erwischt, fliegen wir im Leichensack nach Hause.